Hallo und herzlich willkommen zurück bei Allein auf Atropos, der Planet gegen eine Frau. Wird sie es schaffen? Wird sie den Planet besiegen? Wird sie den Fluch besiegen, der auf diesem Planeten herrscht? Wie lange wird es dauern? Niemand weiß es. Das ist die Geschichte von Returnal. Ja, wir sind die Celine. Immer noch. Und ich habe in der letzten Folge voll die Fehler begangen. Einen nach dem anderen. Und war ein bisschen bescheuert. Oh, das hat man jetzt auch noch nicht so früh. Muss ich mal meinen. Ich will da rüber. Aber ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ach so. So soll das gehen. Alles klar. Kommt das bis hierher? Nö. Was passiert hier eigentlich, wenn die ausflippen? Nix? Okay. Oh, das fängt ja gut an. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass das Spiel merkt, wie ich bin. Wir nehmen erstmal die, ja. Nö. Nö. Ah, eventuell ein Fehler, diese Pistole jetzt nicht mitzunehmen, aber wer weiß das schon. Wieso muss ich einfach angucken? Voll die Bösen. Oh. Oh, was war hier? Was bedeutet diese maximale Unversehrtheit? Ich muss das mal ganz kurz nachlesen. Wir haben es halt auch nirgendwo. Ressourcen, Ausrüstung. Nee. Defekte. Harzschild. Oh, wir haben das Scout-Logbuch 6 tatsächlich gefunden. Findungsfähige. Was ist das, eine Ressource? Werterweiterung. Mit Astra. Ich verstehe das nicht so ganz. Ich habe in der letzten Folge auch mein Altfeuer wieder nicht benutzt. Es ist, ja, es ist ein Graus. Irgendwie. Tropische Klinge. Bodendorn. Groß. Fiole. Ah. Status. Reparatureffizienz. Hermetischer Sender. Waffenladegerät. Unversehrtheit. Ich verstehe da. Kann mir mal eventuell jemand zu verstehen geben, was es bringt, wenn man diese maximale Unversehrtheit hat, weil ich sterbe genauso schnell. Also, weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Das ist einfach voll schnell. War's das? Nee. Da ist noch einer. Ich wünschte, ich könnte mir einen nehmen und auf ihm reiten, aber ich glaube, wollen die nicht. So. Oh. Wunderbar. Unser Hintern glitzert wie der. Und jetzt müsste hier auch irgendwo ein... Hier drüben wahrscheinlich, ja. Das nehmen wir doch mal mit hier. Sehr schön. So, Ach, dich habe ich ja gar nicht gesehen. Wieso guckst denn du da? Hä? Ist da irgendwas?
Von da kam ich doch. Ist mir das gar nicht aufgefallen da unten, oder was? Komisch. Wenn ich jetzt demnächst wieder so aufgepowert bin, dann werde ich diesen Rekonstruktor benutzen. Ich habe ja immerhin 9 Äthers, aber ich habe keinen Schlüssel. Schade. Ja, gucken wir mal. Oh, diese Dinger verstehe ich immer nicht. Die goldenen. Das mit den goldenen. Soll man. Ach, die kämpfen gegen die, oder was? Nein. Sind das die Bösen, oder was? Kämpft etwa die Fauna und die Flora auch gegeneinander? So, lass mich mal. Jetzt mal darüber. Hier liegt nämlich sowas rum erstmal. So. Da drüben liegt sowas rum. Und unser Hintern wieder glänzt. Kommen wir dahin? Ich vermute nicht. Aber da ist auch keine Ranke, die uns mit hochnehmen kann. Oder doch? Doch. So, was haben wir hier? So, moderater Schaden ist da. Ist weg, meine ich. Hä? Wo denn? Lass mich mal bitte. Da. Ah, okay. Gut. Wir haben mehrere Optionen. Nee, eigentlich nur 2. Kommen wir denn jetzt hier? Hä? Haben wir schon gelesen? Ja, genau. Herrlichkeit, Herrlichkeit. Das kennen wir schon. So, was bekommen wir jetzt hier? Eventuell irgendwas Cooles? Nö. Also hier bekommen wir schon mal gar nichts, weil das ist zu teuer. Liegen hier vielleicht irgendwelche rum, die mal kaputt machen können? Nö. Okay, wir müssen zurückkommen. Mit 300 Obelitern. Dann gehen wir mal durch die richtige Tür, würde ich mal sagen. Sie ist halt sehr schnell schon, gell? Oh. Oh, eine Sternentür. Sollen wir es wagen, diese Sternentür zu benutzen? Niemand weiß es so genau. Wir lassen sie erstmal hier. Ich habe immer noch nicht genug Obolith-Zeug. Wir kommen hier in dieser Runde sehr wenig Gegner. Und hier brauchen wir den Schlüssel. Ach nicht. Nö. Hallo. Das schreibt mir doch schon wieder nach einer Bereichssperrung. Bisher noch nicht. Okay. Oh Gott! Ach du Heilige. Was ist noch gefallen? Oh. Das ist keine Bereichssperrung, aber. Der Typ ist es. Na toll. Doch, es ist eine Bereichssperrung. Ich raste aus, ey. Ich hab Angst. Oh, wo ist man hier? Komm, folgt der uns jetzt? Sag mal jetzt, Obolith verschwindet 1,5 Sekunden schneller. Das ist gar kein Problem. Oh, was
Was gibt's hier? Was gibt's? Transportiert dich in einen unbekannten Ort. Oh, das ist aber gemein jetzt. Wieso kann ich das nicht benutzen? Transportiert dich an einen unbekannten Ort. Vielleicht wegen der Bereichssperrung. Wo ist es? Irgendwo ist hier noch einer. So. Ah, wir haben einen Schlüssel gefunden. Okay. Okay. Ja, wir haben unsere erste Bereichssperrung überlebt. Wunderbar, würde ich mal meinen. Da oben ist eine Kiste. Wie kommen wir denn zur Kiste? Wahrscheinlich kommen wir da gar nicht dran, oder? Doch, an die kommen wir dran. Ich werde jetzt diesen Schalter finden. Oh, oh yeah. So. Was macht das hier? Maximale Unversehrtheit. Was soll das? Das verstehe ich nicht. So, wir haben mehrere Dinge hier. Wir haben hier ein Tor. Ah! Interessant. Wir haben dieses Tor, ja. Und wir hatten doch noch irgendwo eine Kiste, die ich nicht aufmachen konnte, mit diesem, wegen diesem Schlüssel. Weil ich keinen Schlüssel hatte. Hier war sie schon mal nicht. Wupp. Oh, das war aber knapp jetzt. Das war aber knapp. Oh, nein. Lass mich mal bitte. Da. War das hier? Da vorne los jetzt auf einmal. Läuft da irgendwas? Waren jetzt hier. Hä? Ich weiß nicht, ob ich das machen wollte, aber. Geil. Okay. Ja, was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte die Schlüssel benutzen, stimmt. War das denn nochmal? Da! Soll das bitte jetzt? Kommt einfach runtergefallen hier. Spinne! So, jetzt machen wir das Ding mal auf hier. Und dann teleportieren wir uns mal in einen Was? Da denn? Na, kleine Hände dran. Ahnenei. Das An- und oder Ablegen von repariert unversetzt. Oh, wir haben ein Ahnenei. Cool. Soll ich mich jetzt vielleicht mal teleportieren? Toll. Was soll denn das jetzt hier? Das bringt hier mal gar nichts. Toll. Das ist echt ein unbekannter Ort. Irgendwie habe ich gedacht, das wäre viel geiler. So, hier haben wir das Sternentor. Sollen wir mal ein Sternentor rennen? Mal wieder.
habe halt nichts ausgerüstet. Das ist jetzt so ein bisschen mein Problem. Nee? Was ist hier los? Hä? Ich laufe doch wieder in die falsche Richtung. Oh, hier, Mister. Sagen Sie doch was. Gehe ich gleich auf Ihre Bedürfnisse ein. Hier ist das Sternentor. Ich habe auch nichts ausgerüstet. Sollen wir lieber erstmal weitergehen? Mal gucken, was uns noch erwartet. Und dann könnten wir ja zum... Bin ich aber dumm, ey. Das tut ja schon weh. Hätte ich nur gewartet. War ich wieder zu schnell unterwegs hier. So, hier geht's ja zum roten Tor. Da können wir nichts machen. Wir gucken einfach mal hier. Hör doch auf, ey. Voll ungeil, was ihr macht. Oh. Ah, ich weiß, ich habe Altfeuer wieder nicht benutzt. Ich werde es irgendwann noch lernen. Irgendwann werde ich es auch lernen. Eventuell. Aber bei diesen kleinen will ich es irgendwie nie benutzen. Ich weiß auch nicht. Aha, moderaten Schaden, das ist sehr schön. Ja, hier ist doch irgendwas. Haben die was fallen lassen, was ich mir mitnehmen kann? Ah, nee. Oh, ein Äther. Nee. Keine neuen Waffen absammeln. Oh. Gegenstände herstellen. Gegenstände herstellen? Vielleicht hätten wir doch schnell in das Ding reinrennen sollen, in das Sternentor. Hier passiert doch gleich was. Das rieche ich doch. Ich wusste es. Haben wir einen. Wo ist er denn, unser Freund? Oh! Sebastian hängt jetzt auf unserer Schulter. Nee, auf unserem Rücken. Das ist neu. Auf dem Rücken hat man noch niemanden. Sebastian ist jetzt auf unserem Rücken. Kann man hier oben? Natürlich. Ja, natürlich. Es ist mir auch klar, dass ihr jetzt hier wartet. Voll ungeil. Yeah. Ich weiß, das tut teilweise weh, mir zu gucken. So. Oh. Zu Hause. Hier passiert uns nichts. Hier ist schön. Klapp, klapp, wer ist da? Nicht zugänglich. Hallo. Oh. Oh. Mein Lieblingsraum. Wir haben so wenig Obolit. Das ist ja schrecklich. Oh nein. Wir haben so wenig Obolit. Das ist ja traurig. Geschosse abfeuert. Nahkampf, Eliminierung. Ich weiß, wir sollten das nehmen. Aufgrund unseres Dingsbums. Aber ich hätte halt gern das. Nimm
einmal das hier. Also das Artefakt. Ich kann ja noch einmal schlafen gehen jetzt schnell. Fehlfunktion behebt. Behoben. Behebt. Noch ein bisschen behebt. So, was haben wir hier? Das Übliche. Die Verbindung zu unseren Brüdern ist entrückt, verloren, unser Leid unerträglich. Wir können den endlosen Kreislauf der Gewalt nicht stoppen. Ja, das ist ein Problem. Hat jede Zivilisation das Problem. Oh, Bereichssperrung. Bereichssperrung ist da, würde ich mal meinen. Wir gehen mal schnell schlafen. Ach, da komme ich nicht hin. Okay. Das ist Sternentor. Hier ist unser Zuhause. Da müssen wir uns wahrscheinlich hier hin beamen. Ja. Es ist natürlich jetzt, was machen wir? Sollen wir lieber zum Sternentor gehen? Oder sollen wir lieber zur Bereichssperrung gehen? Ich glaube für... Jo, komm hier. Wo ist es? Okay. Hier ist nichts. Ist es unter mir? Ach, da ist es. Ja. Okay. Wir gehen eh gleich schlafen. Das ist gar nicht so schlimm. Dann sind wir ja wieder fast voll ausgerüstet. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich dämmel. Dämmelack. Also manchmal bekommt man hier voll viel am Anfang an Obolit. Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Oder? Nee, doch nicht. Sie fast zur richtigen Richtung. So. Hier sehen wir es aber richtig. Ja. Und hier kamen wir. Gehe ich mal ganz schnell schlummern. In der Ach ja, Tatsache. Stimmt. Das war ja tatsächlich. Kann ich irgendwie gar nicht dran erinnern. So. Hallo, Haus. Ich glaube, wir nehmen dann eher die Bereichssperrung, weil... Ja. Ich habe meinen Nahkampf noch nicht verbessert. Irgendwie habe ich jetzt gerade voll den Linksdrall gehabt. Los, leg dich mit Schuhen ins Bett. Das wollen wir alle sehen. Oh Gott. Ja gut, wahrscheinlich hat sie was anderes im Kopf jetzt als Schuhe auszuziehen. Ist der Endgegner? So, wir werden jetzt uns auf den Weg machen zur Bereichssperrung. So, gibt keinen anderen Ausgang außer den hier. So, Selene. Jetzt, ja genau, das brauchen wir auch nicht mehr überspringen. Selene, jetzt geht's los. Hat das jetzt überhaupt was gebracht? So. Hör doch auf. So. Hier haben wir alles eingesammelt. Hier muss ich aber, glaube ich, aufpassen. Nee, halt. Hier muss ich lang.
Da ist das Sternentor. Sternentor, nein, noch nicht. Bin noch nicht bereit dafür. Jetzt muss ich auch mal aufpassen hier. So. Hier können wir uns erstmal teleportieren. Hallo. Hallo. Wir teleportieren. Und jetzt mal hier hin. Wir könnten dann vermutlich sogar schon zum Prike, so wie das aussieht. Bei denen sein Punkt ist ja schon da. Sieht schon geil aus. Schon überlegt, wenn ich irgendwann mit... Auf in die Bereichssperrung. Ich bin immer so hektisch. Ich habe nur das Gefühl, die wollen mich alle, die wollen mich auch alle umbringen, aber. Bäh. Ja, ach genau, hier ist schon der Pride. Dann hat ihn zurückgesetzt. Was soll ich? Hier ist noch irgendwo eins. Nicht hier, nein. Mal hier. Gering. Gering ist okay. Können wir uns mal gönnen. Wo sind die denn? Hallo. Hallo. Wer seid ihr? Süßen. Ach da. Du. Da oben sind sie. So, das nenne ich nochmal gekonnt. Warte mal, hier fehlt einer, fehlt noch. Da. Okay. Ja. Okay, war doch keine Bereichssperrung, würde ich mal meinen. Wir haben jetzt folgendes. Was haben wir hier? Ich kann uns zu einem unbekannten Ort transportieren. Hier gibt es erstmal das Übliche. So. Das ist doch was, wo wir schlafen können. Oder? Großer Behälter. Ach du Heilig. Ach du Scheiße. Die von mir. Nein! Hör doch auf, ey. Ach du Scheiße. Also ich komme gar nicht an ihn dran. Heilige Scheiße. Ach, Selene. Was sollen wir denn machen? Na, ist schon Bereichssperrung, oder was? Nein, noch nicht. Schade. Echt schade. Ich hätte gern gehabt jetzt. Gerade noch zu viel. Immer noch welche da. Oh Mann, ey. So. Geringer Schaden ist okay. Bis hierhin, lass mich mal bitte. Aha, rotes Tor. Okay. Wir haben hier ein rotes Tor. Wir haben da das Sternentor. Und wir haben hier noch ein Tor. Ah, okay, das ist so ein enges. Das ist okay. Ein enges Tor.
Das ist doch schon Wetter hier. Ich traue keinem Raum mehr. Adrenalin zurückgesetzt, ja, war ja klar. So, was haben wir hier? Moderaten Schaden brauche ich eigentlich noch nicht, würde ich sagen. Ach, ich sammle es einfach mal ein. Aha. Können wir nicht einfach auch hier runterspringen? Geht doch viel schneller. So, machen wir das hier. Erfolgreiche Überladung verringert die Altfeuerklingerzeit. Öffne Behälter. Wir müssen einen Behälter öffnen. Wir machen aber erstmal das hier, weil... Sammler Hart. Beim Erleiden von Schaden geht Obolit verloren. Das ist nicht so geil. Ich muss dieses Altfeuer unbedingt mehr benutzen. Nö. Ich muss das Harz sammeln, zwei. Zwei Stück Harz muss ich sammeln. Das kriegen wir doch irgendwie hin, eventuell. Oh, da unten geht's ab. Oh. Oh ja, das sieht einfach aus. Und ein Äther. Jetzt haben wir schon 10. Schrottet das Zeug, ey. Gut, das haben wir... Hä? Da ist doch aber gar kein Plüs. Wo ist denn das? Wo soll das Plüs sein? Hä? Ist doch gar nichts. Ach, hier unten. Hä, wo kommen wir denn da hin? Hallo. Das macht mich wahnsinnig, dieses Geräusch. Warte mal, irgendwas stimmt doch jetzt hier nicht. Also hier haben wir auf jeden Fall... Will ich da runter? Nee. Hä? Was mache ich denn hier? Für einen Blödsinn. Wieso laufe ich nicht einfach hier hoch? Okay. Hä? Ich bin hochgradig verwirrt gerade. Hallo. Seid gute, gell? Voll die Netten. Jo, sie sind voll die Netten. Jetzt sind sie gegangen. Das ist doch wieder... Oh, der Christ, da kommen doch schon wieder die Wurst. Ich habe jetzt bei jedem großen Areal habe ich Angst, dass es Bereichssperrung ist. Ja, wir gucken in der nächsten Folge mal. Oder warte mal, vielleicht kann ich hier noch schnell irgendwas Kleines machen. Nee, wir haben da noch ein... Nee, okay, gut. Da hinten ist unser Prike. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser deprimierenden Folge. Ich werde jetzt... Ich sag doch, Bereichssperrung. Habt ihr das gesehen gerade? Das ist sowas von Bereichssperrung, ey. ja, das war jetzt der Beweis dafür. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Morgen geht es natürlich weiter. Ich werde in der nächsten Folge auf jeden Fall mehr das Altfeuer benutzen. Auf jeden Fall. Genau, das ist das Ziel. Und wir rennen zur nächsten Folge mal in das
in die Bereichssperrung hinein, werden so ein bisschen aufleveln, dann machen wir das Sternentor und dann gehen wir irgendwann zum Praik und machen den voll nieder, so wie er es noch nie vorher gesehen hat. Hört sich das nicht gut an? Ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Tag, bleibt gesund und bis dann. Tschüss.